In den vergangenen Monaten sind bei den Gefechten um die Stadt Bachmut im Osten der Ukraine tausende ukrainische und russische Soldaten getötet worden. Große Teile der Stadt sind völlig zerstört. Die Wasser- und die Stromversorgung sind unterbrochen und die wenigen verbliebenen Menschen kämpfen ums Überleben. Tetjana ist heute besonders inspiriert und hat viel vor. Ich habe beschlossen, einen Eintopf aus Rindfleisch und Gemüse aus der Dose und eine Lauchsuppe zu kochen. Jetzt will ich, und das ist eine Premiere, Kürbis backen. Tetjana versucht, all jenen zu helfen, die es sich nicht leisten können, zu Hause zu kochen und die die Stadt nicht verlassen können. Sie bietet eine Art Apotheke, eine Wärmestube und verteilt Lebensmittel. Bachmut wurde erneut angegriffen, als Russland versuchte, die ukrainischen Versorgungswege abzuschneiden. Laut Kiew wird die Gefahr, dass Bachmut eingekesselt wird, immer größer, da die ukrainische Armee nicht über genügend Artillerie verfüge, um die vorrückenden russischen Truppen aufzuhalten.